man hat sich ja am Anfang der Saison als möglicher Wiederaufsteiger gesehen. Dementsprechend hat man auch die Mannschaft zusammengestellt. Und dann hat sich das Ganze doch ganz anders dargestellt. Es folgten Niederlagen, es folgten Trainerwechsel, es folgten Spiele, die nicht gut anzuschauen waren. Das war leblos, lustlos. Und das hat schon große Teile der Fans bewegt. Wir müssen ja heute an diesem Tag sagen, wir haben den letzten Heimsieg im Oktober gesehen. Das ist schon eine Marke, das muss man erstmal als Fan verkraften, gerade wenn man einiges an Geld auch für die Eintrittskarten bezahlt. Nichtsdestotrotz gibt es noch eine Chance heute. Ich denke sogar als Optimist, diese Chance werden wir nutzen, kommen noch in die Relegation. Und sollte es denn nicht funktionieren, müssen wir uns mit der dritten Liga halt auseinandersetzen, gute Mannschaft aufbauen und wieder angreifen.